Hallo, heute mein etwas verspätetes 300-Abo-Special. Viel Spaß euch! Gattengröße. Das Original von Sen Lin Yu, Husband Size, übersetzt und gelesen von Flamendo. Gastleserin ist Mina Meer. Schaut doch auch mal bei ihrem Kanal vorbei, vielleicht gibt's da auch irgendwann mal Fanfictions. Warnings. Diese Fanfiction enthält Beleidigungen und Ähnliches. Setzt doch bitte eure Kopfhörer auf. Nicht, dass hier auch noch irgendwas falsch verstanden wird. Es ist allerdings kein expliziter Inhalt vorhanden. PS, ich habe extra ein paar kleine Outtakes noch drin gelassen von dem Original. Ich hoffe, es gefällt euch. Ciao, ciao! Diese Nacht konnte nur mit einem Wort beschrieben werden. Göttlich. Das Badewasser war perfekt temperiert, um sich daran zu verbrühen. Kerzen waren um die Wanne verstreut aufgestellt und schwammen auf dem Wasser, um alles in ein düster warmes Licht zu tauchen. Pansy stand in ihren Seidenroben davor und senkte ihre nackten Füße langsam in die dicke Badematte, während sie Blütenblätter aus einem Blumenstrauß zupfte, um diese über das dampfende Wasser zu verteilen. Das sanfte Aroma von Rosen erfüllte die Luft. Sie drehte sich, während sie den Gürtel um ihre Taille löste und die Seide über ihre Schultern entlang ihren nackten Rücken zu Boden gleiten ließ, während sie sich ein Glas des frisch dekantierten Elfenweins einschenkte. Sie umschloss den Kelch mit ihrer Hand, als sie ein Bein hob, um dabei zuzusehen, wie es kurz darauf in die warmen, einladenden Tiefen der Wanne glitt. Ein Zischen der Luft entkam ihren Lippen, als sie sich sinken ließ und die Hitze sie umschloss. Das war das wahre Leben. Jeder, der das tiefgreifende Vergnügen eines langen, von Kerzen erleuchteten Bades nicht kannte, bevor er sich in duftenden, frisch gebügelten Leintüchern für die Nacht verkroch, hatte von dem wahren Leben keine Ahnung. Sie nahm einen großen Schluck ihres Weines, als sie sich zurücklehnte und bis zum Hals von dem Wasser umgeben ließ. Ein kleiner Stillstandszauber sorgte dafür, dass die Temperatur so lange hielt, wie sie wollte, und Pansy nahm sich vor, dass das ein ziemlich langer Zeitraum sein würde. Sie hatte eine ganze Flasche Wein, und der Roman, den sie las, hatte endlich angefangen, heiß zu werden. Sie nahm einen weiteren Schluck des Weines und mit einem oft geübten Flippen ihres Zauberstabs flog ihr Buch von seinem Platz zu ihr, bevor es sich öffnete und auf Augenhöhe vor ihr schwebte, während sie den Luxus um sie herum genoss. Obwohl sie schon weiter war, überflog sie die vorangegangenen Zeilen, um sich frisch ins Gedächtnis zu rufen, wo sie die Nacht zuvor aufgehört hatte. Da war Triselda, eine Prinzessin, deren Königreich vor kurzem einen Umsturz durch ihren bösen Onkel erlebt hatte, der sie obendrein heiraten wollte, und Celerion, ihr Leibwächter, der in einem heiligen, zölibatischen Orden von Mönchen trainiert worden war. Beide waren aus dem Schloss geflohen und anonym in einem überfüllten Gasthaus untergetaucht. Aber das einzige freie Zimmer hatte nur ein Bett. Celerion hatte zwar darauf bestanden, dass sie zwei Betten brauchten, aber der Gastwirt hatte ihm erklärt, dass es keine andere Übernachtungsmöglichkeit in einem Umkreis von 50 Meilen geben würde. Pansys Zehen schienen sich vor Erwartung im Wasser zu ringeln, als sie sich bis zum Kinn ins angenehme Nass sinken ließ und ihre Augen über die Seiten huschten.
Triseldas Herzschlag erhöhte sich, als sie die Stufen hinaufstieg. Sie war sich der Anwesenheit von Salarion hinter sich nur zu bewusst. Der Klang seiner Stiefel auf den alten Dielen der Treppe war außergewöhnlich leise, trotz seiner Größe und des muskulösen Körpers, gestählt von Jahren des heiligen Trainings im Kloster und tödlichen Kämpfen in Schlachten. Sie konnte regelrecht fühlen, wie er finster und voller Ablehnung über ihre Situation nachdachte. Aber es würde nichts helfen, sie mussten heute ihre Unterkunft teilen. Auf der anderen Seite, Salarion lehnte einfach immer alles ab. Als sie bei der Tür zu dem Raum ankamen, griffen Triss und Salarion gleichzeitig nach dem Türknauf. Ihre Finger trafen sich für den winzigsten Moment, bevor sie ihre Hände wie verbrannt zurückzogen. Ihre seidig weiße Haut fühlte sich beinahe an, als wäre sie gezeichnet von diesem winzigen Moment, in dem Salarions schwielige Finger die ihren berührt hatten. Triss Herz hämmerte gegen ihre Brust wie ein Ansturm von Seepferdchen und Hitze stieg in ihrem Busen auf, als sie Salarions Augen auf sich fühlte. Sie musste sich selbst daran erinnern, dass sie das Blut von tausenden Königen in ihren Venen vereinte, als sie sich selbst dazu zwang, aufzustehen. Salarions dunkle Augen ähnelten dem Feuer eines Drachen. »Pansy, bist du zu Hause?« Sios unerwünschte Stimme drang in Pansys vergnüglichen Abend wie ein Eimer Eiswasser. Sie quietschte auf, ihre Konzentration brach. Die epische Romanze von Triselda und Salarion fiel aus der Luft, platschte auf das Wasser und sank wie ein Stein. Pansy ließ ihren Wein fallen, als sie danach tauchte und das Wasser um sie herum erblühte rot, bevor sie es schaffte, das Buch zu ertasten und aus dem Wasser zu ziehen. Sie fluchte und schüttelte es, in dem Versuch, das mit Wein verfärbte Wasser zu entfernen. Wenn die Tinte verwischte, würde sie Sio umbringen. Es war erst das letzte Wochenende herausgekommen und bereits in allen örtlichen Buchläden ausverkauft. »Sio!« Pansy schüttelte das Buch mehrmals, als sie aus der Wanne kletterte, was einen kleinen Tsunami auslöste, der nicht nur mehrere schwimmende Kerzen zum Erlöschen brachte, sondern auch die Wasseroberfläche mit Wachs vermischte, um das Chaos zu komplettieren. Sie ignorierte es und schnappte sich ein Handtuch, mit dem sie versuchte, ihr Buch abzutupfen. »Du hast meine verdammte Nacht ruiniert!« brachte sie schwer atmend hervor. Scheiße! Sie hatte keine Ahnung, was für Zaubersprüche sie nutzen konnte, um die Seiten zu trocknen. Vielleicht einen für einen Weinfleck, für einen bestimmten Stoff? Pansy könnte die Liste dieser Sprüche rückwärts aufsagen. Aber Bücher? Nicht wirklich. »Pansy, bitte, wenn du zu Hause bist, geh ran. Ich brauche dich!« kam Sios Stimme bettelnd aus dem Wohnzimmer. Oh, »gib mir noch eine Minute, du Idiot!« keifte Pansy durch die geöffnete Tür, als sie das Buch schloss und die Seiten zusammendrückte, aus denen ein Rinnsal von Wasser zu strömen schien. »Verdammt!« »Es ist ein Notfall, Pans!« Pansy legte das Buch ab und ballt ihre Hände zu Fäusten. Sie unterdrückte einen Schrei der Frustration. Trotzdem schlang sie am Ende ein Handtuch um ihren Körper und stelzte hinaus in das Wohnzimmer, wo Theodore Notts Kopf über der Feuerstelle schwebte. »Es wäre besser für dich, wenn jemand gerade ermordet wurde oder wenigstens stirbt«, sagte sie in eiskaltem Tonfall. Er sah sie ernst an. »Es ist Draco.« Pansys Herz stockte und ließ sie von dem plötzlichen Schrecken taumeln. »Was ist passiert?« Doch Sio schüttelte nur seinen Kopf. »Ich weiß es nicht. Ihm ging es so schlecht, dass er es gerade noch so zu Blaze geschafft hat, und er will nicht darüber reden.« Pansys Gedanken rasten. Konnte es sein, dass die Todesser wieder ihr Unwesen trieben? Nach all den Jahren? Oder vielleicht waren es auch rachsüchtige Muggelgeborene? Was war passiert? »Ich komme gleich, bin in 5 Minuten da. Wo ist der, in St. Mungus?«
nicht«, begann Sio, hielt dann aber inne. Pansy sah ihn an. »Es geht ihm nicht physisch schlecht, eher emotional.« Pansys Schrecken verließ sie schneller, als es das Wasser aus ihrer mit Wachs und Rosenblüten beladenen Wanne tun würde. »Ich denke, dass es etwas mit Granger zu tun hat«, fügte Sio nach der Dauer eines Herzschlags hinzu. Pansys Gedanken drifteten wieder in Richtung Mord ab, als sie tief durchatmete, aufstand und realisierte, dass sie nur mit einem Handtuch bekleidet in der Mitte ihres Wohnzimmers stand. »Du hast mich via Flohnetzwerk angerufen, weil Draco Krach mit seiner Freundin hat. Mich?« »Er sieht wirklich scheiße aus.« Pansy verdrehte ihre Augen. »Sicher, er kommt darüber weg. Und zu deiner Information, du schuldest mir ein neues Buch. Ich erwarte, dass du es mir morgen kaufst. Und sollte ich meine Wasserleitung ersetzen müssen, werde ich dir diese Rechnung ebenfalls schicken. Gute Nacht.« »Bitte, Pans.« Sios Kopf kam weiter in das Wohnzimmer, als er sich weiter in das Feuer beugte. »Du weißt, wie er normalerweise ist, wenn er sich über irgendwas aufregt. Er hört nicht auf, darüber zu schwadronieren, aber gerade sagt er gar nichts. Das letzte Mal, dass er so in sich gekehrt war, war als...« Er brauchte es ihr nicht zu sagen. Pansy konnte sich nur zu gut an die Depression erinnern, die Draco in ihrem 6. Schuljahr beinahe verschlungen hatte. Also schloss sie ihre Augen und ließ alle Luft aus ihrem Mund entweichen. »Gut, ich komme. Wo ist er?« Eine von Sios Mundwinkeln deutete ein Lächeln an. »Bei Blaze. Er hat versucht, ihn in einen Club mitzunehmen, in der Hoffnung, dass der Alkohol dazu führen würde, dass er spricht. Aber ich denke, dass das alles nur schlimmer gemacht hat. Sie sind jetzt wieder zurück.« Pansy schlug mit ihrer Hand gegen die Stirn. Alle bemitleideten Granger immer, dass sie die Stimme der Vernunft von dem narbengesichtigen Wunderknaben und Wieselsprössling war. Wo dagegen blieb das Mitleid für Pansy, die sich ununterbrochen mit der idiotischen Triade von Blaise Sabini, Sio Not und Draco Malfoy herumschlagen musste? »Richtig. Das existierte nicht. Niemand wusste es wertzuschätzen, mit was sie sich wegen diesen Idioten herumschlagen musste. Ein Club? Ernsthaft?« »Ich bin in 20 Minuten da.« »Vorhin sagtest du noch 5. Pansy warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Das war noch, als ich dachte, dass er auf seinem Sterbebett im Krankenhaus liegt. Ich werde in 20 Minuten da sein.« Die Tür zu Blaise Stadthaus war unverschlossen und Pansy schritt ohne anzuhalten hinein, nachdem sie auf der Türschwelle appariert war. Sio sah auf, sobald sie die Tür zum Salon geöffnet hatte. »Da bist du ja endlich.« Pansy ignorierte ihn und ihr Blick wanderte direkt zu Draco, der auf einem der Sofas saß und die Wand vor sich anstarrte. Dabei hielt er eine Flasche importierten japanischen Feuerwhiskys in seinen Armen, als wäre es ein Neugeborenes. Blaise schlenderte schweigend zu ihr herüber, aber zumindest seine Augen sahen erleichtert aus. »Hat er dir inzwischen schon gesagt, was passiert ist?« fragte sie, als sie Draco begutachtete. Er schüttelte daraufhin nur seinen Kopf. »Mit keinem Wort.« Dann senkte er seine Stimme. »Tatsächlich habe ich schon versucht, Granger aufzuspüren, aber die ist auch nicht zu Hause, und sie ist weder bei Potter noch bei Weasley. Also habe ich ihr eine Eule geschickt, dass er hier ist. Also, vielleicht taucht sie irgendwann auf. Es ist Jahre her, dass ich ihn in einem solchen Zustand zuletzt gesehen habe.« Pansy neigte ihren Kopf zur Seite und versuchte, einen Finger darauf zu legen, was passiert war. Draco wurde von einer Aura der Niedergeschlagenheit wie von einem Leichentuch umhüllt. Sie kannte die meisten Stimmungen von ihm.
Er nannte beinahe so viele Arten von Depression sein eigen, wie sie Schuhe in ihrer Garderobe hatte. Die größeren davon beinhalteten das Aufmerksamkeitsschmollen, das Langeweile-Schmollen, das Schmollen, um Zärtlichkeiten zu erhaschen, und seit dem Krieg war auch das Selbsthass-Schmollen dazugekommen. Auch alles andere schien zumindest weitestgehend unter eine dieser Arten kategorisiert werden zu können. Aber dieser Zustand der Schwäche war neu, und sie kannte ihn bisher noch nicht. Also ging sie zu ihm und setzte sich neben ihm auf das Sofa. »Draco?« Er riss seine Augen von der Wand und starrte sie an, als ob er sie anfänglich nicht erkennen würde. Sein Blick wirkte leer und tot. »Hey, Pence«, kam es schließlich von ihm. Er hob den Feuerwhisky an seine Lippen und nahm einen großen Schluck, bevor er ihn wieder absetzte und ihn einen Moment lang in seinem Schoß bettete. Kurz darauf hob er ihn wieder an und begann praktisch die Flasche zu ächzen. Als er nach mehreren Schlucken immer noch nicht aufhörte, fielen Pansy beinahe die Augen aus dem Kopf. »Draco!« versuchte sie, ihn zu erreichen, während sie gleichzeitig mit ihm um die Flasche in seinen Händen kämpfte. »Wenn du so weitermachst, kriegst du hiervon noch einen Leberschaden.« Er versuchte, die Flasche wieder an sich zu ziehen, aber sie drückte ihn mit einem Fuß von sich, nur um noch mehr Kraft aufwenden zu können. »Ist mir gleich. Lass mir eine neue wachsen«, sagte Draco, während er weiter versuchte, die Flasche in Richtung seines Mundes zu ziehen. Pansy zerrte so sehr daran, dass sie es schließlich schaffte, den Flaschenhals aus seinem Griff zu lösen. Das kurze Aufflammen eines bösen und gleichzeitig irritierten Blickes huschte über sein Gesicht. Dann hob er die Hand und beschwor eine neue Flasche mit einem anderen Inhalt aus Blaise Alkoholsammlung. Blaise gab ein klagendes Blöken von sich, als er zusah, wie der Alkohol kurz vor seiner Vernichtung stand. Dann trafen Dracos Augen die ihren. Sein Blick war ausdruckslos, als er den verschließenden Korken der neuen Flasche herauszauberte und sie an seine Lippen führte. »Oder noch besser, lass mich gleich sterben.« Pansy seufzte und setzte die Flasche, die sie ihm gerade abgerungen hatte, auf den mit Ornamenten verzierten Beistelltisch, bevor sie sich ihm erneut zuwandte. »Was ist passiert, Draco? Hattest du einen Streit mit Granger?« Draco schien allein beim Klang des Namens auszudörren und versank noch tiefer in seine Verzweiflung. »Ich möchte nicht darüber reden«, antwortete er schließlich. Seine Augen wanderten wieder zu der weißen Mauer ihm gegenüber. Eine lange Pause entstand, als sie die verschiedenen Optionen gegeneinander abwägte, die ihr blieben. Pansy betrachtete sich selbst nicht als großherzige Person. Und auch wenn sie Draco als Freund ansah, war er auch ein Ex-Freund. Generell mischte sie sich deshalb nicht in seine Beziehungen ein und verlangte auch von ihm, dass er sich aus den ihren heraushielt. Der Umstand allein, dass dies alles wohl auf etwas basierte, das Granger beinhaltete, die Pans nicht unbedingt leiden konnte, dehnte bereits ihre Grenzen der Generosität. Pansy hatte schon immer die Meinung vertreten, dass die Beziehung zwischen Draco und Granger dazu verdammt war, zu scheitern. Um genau zu sein, war sie davon schon fest überzeugt gewesen, als er anfing, ihr nachzulaufen, im Versuch, immer neue Wege zu finden, das Herz der berüchtigtsten Muggelgeborenen überhaupt zu verzaubern. Aber er hatte es bevorzugt, Pansys schnippische Bemerkungen zu ignorieren, die ihm riet, jemanden zu daten, die sich zumindest des Besitzes einer Haarbürste und Nagelfeile rühmen konnte. Sie hatte ihn gewarnt, und es war jetzt zu verlockend, ihm zu sagen, »Hab ich es dir nicht gesagt?« während sie ihm gegenüber auf dem Sofa saß und Draco zusah, wie er versuchte, sich in ein frühes Grab zu saufen, nur wegen einer Muggelgeborenen, die ihn nicht zu würdigen wusste.
Die beiden gingen erst für ein paar Monate miteinander aus, und Draco war bereits verliebter in Granger, als er es in irgendjemand anderen in seinem Leben gewesen war. Und dies inkludierte sogar sein eigenes Spiegelbild. Granger musste dafür noch nicht einmal etwas tun. Sie existierte einfach, und Draco fuhr praktisch damit fort, den Boden anzubeten, auf dem sie wandelte. Es war ekelhaft, das Ganze anzusehen. Er schwärmte dauernd von Granger. Es war die ganze Zeit nur Granger hier, Granger da. Irgendwann hatten sie und Blaise sich sogar verbündet und ein Spiel eingeführt, über die ungrangerhaftesten Themen zu reden, die sie sich ausdenken konnten, nur um herauszufinden, wie lange Draco brauchen würde, um sie mit irgendeinem Detail erneut zu verbinden. Es war genau die Art von abscheulich zuckersüßer Beziehung, die einfach nicht andauern konnte. Pansy hatte es immer gewusst. Wie dem auch sei, sie war nicht darauf vorbereitet gewesen, welche vernichtenden Auswirkungen es auf Draco haben würde, wenn dieses endgültige Scheitern eintrat. Es war unerwartet schmerzhaft, daran teilzuhaben. Pans, unterbrach Dracos Stimme ihre Gedanken. Sein Tonfall war tief und zögerlich, als hätte er irgendwie Angst vor dem, was er gleich sagen würde. Ja? Er schluckte und griff nach der Flasche. Damals, als wir zusammen waren. Er schluckte erneut. Hat es dir gefallen? Pansy stöhnte innerlich. Sie hatte erwartet, dass sie entweder eine Lobeshymne auf Granger anstimmen und ihn davon überzeugen müsste, dass dieser strebergesichtige Bücherwurm ihn auf irgendeine Art und Weise anhimmelte, oder sie endlich die Chance hatte, diese Frau endlich in mundgerechte Teile zu zerhacken, eben weil sie genau die Schlampe war, von der Pansy schon immer insgeheim überzeugt war, dass sie genau eben diese war. Sie hatte nicht erwartet, dass er sie über ihre Vergangenheit ausfragte. Was zur Hölle hatte Granger gesagt, dass er versuchte, das Thema ihrer längst verstorbenen Beziehung wiederzubeleben? Nun ja, begann sie dieses unangenehme Thema, während sie versuchte, ihren Rock zu richten und sich zurück in ihre Badewanne wünschte, um herauszufinden, wie heiß Silerions dunkler Blick tatsächlich wäre. Wir waren 15, Draco. Ich weiß, aber... Er schluckte erneut. Warst du zufrieden? Zufrieden? Fragte sie und wusste nicht, worauf er hinaus wollte. Zufrieden, was für eine seltsame Wortwahl. Eine Stille legte sich schwer über sie, und Pansy war so weit, ihn darauf hinzuweisen, dass sie damals 15 waren. Und 15-Jährige waren ganz einfach nicht gut in... Noch leiser fügte er hinzu. Also größentechnisch. Pansy blinzelte. Zweimal. Als sie Draco anstarrte. Er war reinblütiger Erbe von Billionen an Galeonen, angesehenes Mitglied der unantastbaren 28. Gerade er, der sich immer gerühmt hatte, einer der Stammhalter der 28 zu sein, hielt jetzt eine Flasche importierten Feuerwhiskys fest umklammert, als wären die letzten verbleibenden Reste seines Selbstbewusstseins irgendwo auf dem Flaschenboden zu finden. Insbesondere, dass ich sich ziemlich sicher war, dass sie im Moment nicht in seiner Hose steckten. Was? Fragte sie, während sie ihn anstarrte. Was hast du da gerade gesagt? Blaise dunkle Gesichtszüge spiegelten geschocktes Amüsement wider, als er Draco mit offenem Mund vom anderen Ende des Raumes anstarrte. Es schien so, als würde Draco sich plötzlich daran erinnern, dass er nicht allein mit Pansy war, und er zuckte zurück wie eine unsichere Auster. Um Merlins Willen! Raus mit dir!
Geh raus und bleib gefälligst dort!« Blaise schmollte und verschränkte widerwillig seine Arme. »Das hier ist mein Haus. Er ist zu mir gekommen. Zu wissen, warum, ist das Mindeste, das mir zusteht. Weißt du, ich habe mir schon immer gedacht, dass seine Nase recht klein und spitz ist. Und du weißt, was man über Nasen sagt, die...« »Blaise!« Pansys Stimme kam dem Gefrierpunkt gefährlich nahe. »Ich werde dich persönlich kastrieren, wenn du auch nur noch eine weitere Minute bleibst. Theo, nimm ihn mit und such Granger. Schleift sie an ihren Haaren her, wenn es sein muss.« »Belästigt sie nicht. Sie hat nichts anderes getan, als ehrlich zu sein. Es ist nicht ihre Schuld.« Dracos Stimme schien irgendwie entmutigt, und er sank noch tiefer in das Sofa, als würde er wollen, dass dieses ihn auffraß. Dann fing er an zu spotten. »Ich weiß nicht, warum ihr überhaupt so tut, als würde es euch kümmern. Es ist ja nicht so, als hätte überhaupt einer von euch geglaubt, dass das Ganze je funktionieren könnte.« Pansy ignorierte ihn. »Findet sie!« sagte sie erneut und wedelte gebieterisch mit ihrer Hand. »Und lasst uns allein!« Theo und Blaise verließen krummelnd das Zimmer. Erst als sie hörte, wie die Tür sich hinter ihnen verschloss, drehte sie sich zu Draco zurück, der immer noch an dem Feuerwhisky nuckelte, als wäre es ein Milchfläschchen. »Guter Merlin, was hatte Granger nur getan? Was, von all den grausamen Dingen, die man einem Mann antun konnte, insbesondere einem, der insgeheim so unsicher war wie Draco?« Aber sogar für Granger war das ziemlich schäbig. War alles nur eine List gewesen? Hatte sie Draco nur um sich werben lassen, damit sie, als er so verletzlich war, wie er nur werden konnte, zum finalen Schlag ausholen konnte, um ihn zu zerstören? Diese intrigante Schlampe! Wenn Draco Granger nicht sehen wollte, würde Pansy es tun, um sicherzugehen, dass sie wusste, was für eine blöde Fotze sie doch war. Oh Gott. Sie hob die Flasche hoch, die sie Draco vor einer Minute abgenommen hatte, und brachte sie an ihre Lippen, um einen Mund voll davon hinunterzuschlucken. Süße Drachenscheiße! Das Zeug brannte! Wie zur Hölle hatte Draco davon mehrere Züge nehmen können? Sie schnappte zischend nach Luft und setzte es wieder ab. Dann holte sie einmal tief Luft und klackte mit ihren sauber manikürten Fingernägeln, die Draco noch nie zu würdigen gewusst hatte, gegen das Holz des Tisches. »Und jetzt sag mir einmal genau, was passiert ist.« Draco wurde für einen Moment still. »Nun, wir hatten gerade erst...« Er neigte seinen Kopf, um etwas Bestimmtes anzudeuten, und sah dann Pansy an, als ob er sicher gehen wollte, dass sie es mitbekommen hatte. Pansy nickte, um ihm zu zeigen, ja, sie wusste, worauf er anspielte. Er hob seine Augenbrauen. »Ich dachte, dass es wirklich gut war. Es schien so, als hätte sie es genossen. Wie dem auch sei, danach bin ich in die Küche gegangen, um mir etwas Tee aufzubrühen. Das Wasser war schon ziemlich heiß, als sie in die Küche kam.« Er verfiel in Stille, ließ sich weiter sacken und holte einmal tief Luft. »Und dann stand sie da und hat mir gesagt, wie schön es wäre, dass meiner so klein im Vergleich zu Weasleys ist.« Eine Schrecksekunde war Stille. »Was?« stieß Pansy mit ungläubiger Stimme aus. »Das hat sie gesagt? Einfach so aus heiterem Himmel?« Draco nickte und schluckte mehr Feuerwhisky hinunter. »Danach habe ich ihr den Tee gegeben und bin gegangen. Die Nachricht ist angekommen. Und, na ja, hier bin ich.« Er schloss seine Augen,
Du kannst von mir aus heimgehen. Ich werde mich heute nicht von der nächsten Brücke werfen. Aber vielleicht morgen. Pansy zog ihre Augenbrauen zusammen und knabberte an ihren Fingernägeln. Eine wirklich grauenhafte Angewohnheit von ihr, aber es half ihr manchmal nachzudenken. Dracos, er war nicht wirklich klein. Gut, zugegeben, es war 12 Jahre her, seit sie ihn zum letzten Mal nackt gesehen hatte. Ob das nun zu seinen Gunsten oder zu seinen Ungunsten war. Aber sie hatte bezüglich dieser Dinge ein hervorragendes Gedächtnis. Seine Größe war recht angenehm in ihren Erinnerungen. Eine gute Handvoll und eine angenehme Dehnung. Das ist so peinlich. Er war nicht unbedingt erfahren gewesen, wenn es um weibliche Anatomie ging. Aber er war ein 15-jähriger Junge gewesen und sogar im Rückblick nach mehreren Jahren Erwachsenensex, die sie vorweisen konnte, gab es nichts, worüber Pansy sich beschwert hätte. Also größentechnisch. Es war absurd, dass Granger so etwas gesagt hatte. Außer vielleicht, wenn Weasleys wirklich gigantisch war. Pansy hatte Gerüchte gehört, aber sie hatte immer angenommen, dass sie genau das waren, was sie eben waren. Gerüchte! War es möglich, dass Draco sie irgendwie falsch verstanden hatte? Er war anfällig, Kleinigkeiten auf die schlimmste Art aufzufassen, die es geben konnte. Sie korrigierte sich innerlich. Sie sollte in diesem Zusammenhang nicht an Kleinigkeiten denken. Nichtsdestotrotz, wenn Dracos Unsicherheit eine Rolle spielte, dann war das eine schlechte Kombination, wenn man in Betracht zog, wie verschossen er in Granger war. Möglicherweise machte er sich sogar ständig Gedanken, ob sie ihn genauso sehr liebte, wie er sie. Was? Sie konnte nicht glauben, dass sie gerade ausgerechnet versuchte, Grangers Sichtweise nachzuvollziehen. Waren ihre genauen Worte? Also die genaue Wortwahl, die sie verwendet hat, es dir zu sagen. Draco wurde still und versuchte, sich daran zu erinnern. Sie sagte, »Weißt du, du hast die perfekte Größe. Ron war zu groß und es war oft so, dass er einfach schwer zu nehmen war.« Pansy wurde für einen Moment still und starrte Draco nach dieser Offenbarung ungläubig an. Er hatte das Wort »perfekt« gehört und sein dummes Gehirn hatte es irgendwie in »klein« übersetzt. »Das ist doch nicht das Gleiche«, brachte sie schließlich heraus. »Draco, das, was sie gesagt hat und das, was du verstanden hast, sind zwei komplett unterschiedliche Sachen.« Granger würde ihr für das hier wirklich viel schulden. Sie hatte immer gewusst, dass diese Hexe einfach zu direkt war und kein Einfühlungsvermögen hatte. Aber das hier schoss nun wirklich den Vogel ab. »Sie meinte, dass du einfach durchschnittlich bist und das bist du auch.« »Fuck. Danke, Pans, dass du ja auch noch zustimmst.« Dracos Tonfall war so stumpf, dass ihm quasi jegliche Emotion abging. Sie verdrehte ihre Augen und schüttelte ungeduldig mit dem Kopf. »Die gute Art von durchschnittlich«, sagte sie nachdrücklich. »Vertrau mir. Ich habe eine Menge Schwänze gesehen, seit ich deinen hatte, als wir 15 waren.« »Wenn du eine Frau bist, ist nicht zu groß genau das Richtige. Ja, es gibt auch so etwas wie zu klein, und ich habe definitiv ein paar gehabt, die es nicht gerissen haben. Aber zu groß ist nicht wirklich so wunderbar, wie ihr Männer glaubt, dass es ist.« Draco warf ihr einen weiteren Blick zu. Jetzt hörte er zumindest zu, auch wenn er immer noch so aussah, als wäre er tödlich verwundet worden durch die Ankündigung, dass Ron Weasley einen größeren hatte als er. Sein Blick blieb apathisch und sein Ausdruck melancholisch. Pansy konnte immer noch nicht glauben, dass sie gerufen worden war, um mit ihrem Ex über seine Größe im Verhältnis zu anderen zu sprechen.
Wenn Weasley so groß war, ist es schwer, ihn richtig zu nehmen. Wahrscheinlich meinte sie sogar, dass er ihr Schmerzen verursacht hat. Wenn eine Frau nicht wirklich in der Stimmung ist, ist Sex mit jemandem, der zu groß ist, wirklich schrecklich. Es ist ein hartes Stück an Arbeit. Und ja, sie hob ihre Augenbrauen. Es kann Spaß machen. Einige Hexen mögen es groß, aber es ist einfach nur eine Erfahrung. Ein Sommerfick oder etwas Temporäres. Groß bedeutet, dass man etwas tun muss für den Sex. Und zwar jedes Mal. Es geht nie schnell oder bequem zur Sache. Draco blieb bewegungslos. Immer noch, als gäbe es keine größere Scham im Leben, als dass einige Zauberer größere Schwänze hatten als er. Männer. Sie stupste ihn mit ihrem Zauberstab an. »Möchtest du Granger wehtun?« Er jammerte kurz auf und streckte sich bei dieser Anschuldigung. »Nein!« »Na dann, was ist also falsch daran, dass du nicht zu groß für sie bist? Du solltest dankbar sein, dass du nicht mit was auch immer für einer gottlosen Größe gestraft bist, wie Weasley sie hat. Wenn sie denkt, dass du die perfekte Größe hast, dann heißt das, dass du etwas bist, das sie jeden Tag möchte, und nicht etwas, von dem sie sich jedes Mal fürchten muss, ob sie es in sich aufnehmen kann, wenn sie gerade mal keine Lust hat, dafür viel zu tun.« Sie holte tief Luft. »Es heißt, du bist nichts, das sie verlassen will. Sie möchte dich behalten. Es heißt, du bist...« Sie stockte. Würde sie wirklich etwas derartig Romantisches zu jemandem wie Draco sagen? Und das auch noch über jemanden, die so öde und undankbar war wie Granger? Pansy hob die Feuerwhiskyflasche erneut an ihre Lippen und nahm einen tiefen Schluck. »Es heißt, du bist Gattengröße.« Eine Pause entstand. »Gattengröße«, fragte Draco leise und ließ das Wort dabei offensichtlich über seine Zunge rollen, um es auszuprobieren. »Ja«, sagte Pansy angespannt und versuchte dabei keine Grimasse zu ziehen. »Eine Größe, die sie behalten möchte, die sie jeden Tag an ihrem Ehemann genießen kann. Oder hättest du lieber einen Schwanz, von dem sie nur will, dass du ihn zu besonderen Anlässen auspackst?« Draco war still. »Gattengröße«, sagte er erneut, und das Licht kehrte in seine Augen zurück, als er sich aufsetzte. Die Niedergeschlagenheit fiel regelrecht von ihm ab. Pansy sah zu, wie er sich zusammenriss, als sein Selbstvertrauen sich wieder zusammensetzte, und das in einem wahrlich unglaublichen Tempo. Am liebsten hätte sie eine Zerkissen genommen und dort hineingeschrien. Draco würde Granger heiraten. Sie wusste es einfach. Und jetzt würden sie sich niemals wieder trennen. Sie würden den Bund der Ehe eingehen und eine ganze Legion an selbstgerechten, besserwisserischen Nachkommen mit nicht zu bändigendem Haar zeugen. Und das alles war allein Pansy zuzuschreiben. Sie hatte es verbrochen. Trotzdem zwang sie ein Lächeln auf ihr Gesicht. »Ja, das ist, was sie damit gemeint hat.« Hoffentlich machten die beiden sie hierfür wenigstens zur Trauzeugin. Nicht zu vergessen natürlich zur Patin ihres ersten Kindes. Und nicht wie Slette. »Gattengröße«, sagte Draco ein weiteres Mal, und Pansy überlegte sich, ob sie sich selbst verprügeln würde, wenn er es auch nur ein einziges Mal noch wiederholte. Dankenswerterweise flog die Tür auf und Granger platzte in den Raum. Sie sah panisch aus. Sio und Blaise folgten ihr. Erleichterung machte sich auf ihrem Gesicht breit, als ihre Augen endlich Draco trafen. »Draco!« Granger flog geradezu durch den Raum und warf sich in seine Arme. Er war in dem Moment aufgestanden, als sie den Raum betreten hatte, und fing sie nun auf. Sein Körper umfing sie und seine Arme umschlangen ihre Schultern. Es war Übelkeit erregend.
Pansy sah weg und ignorierte das Ziehen in ihrer Brust. Solche Szenen waren der Grund, warum sie Freitagabende gerne ein Bad nahm. »Ich habe überall nach dir gesucht«, sagte Granger voller Tränen. Ihre Stimme war halb erstickt durch seine Brust. »Ich bin zu deinen Eltern und überall hingegangen. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen. Erst nachdem du weg warst, habe ich bemerkt, wie du es verstanden hast. Es ist nur mit Ron. Er hat sich immer aufgeregt, dass ich nicht immer wollte, wenn er es wollte. Ich habe versucht, dir zu sagen, wie viel besser es mit dir ist. Aber es kam irgendwie falsch aus mir heraus. Und dann...« »Hey, hey!« Draco schellte sie aus seinen Roben und hob ihren Kopf an, um ihn mit seinen Händen zu halten, während er mit seinem Daumen über ihre Wangen fuhr, um die Tränen wegzuwischen. Granger sah aus Pansys Perspektive grauenhaft aus. Ihre Locken standen in alle Richtungen und ihr Gesicht war aufgequollen. Draco blickte zu ihr hinunter, als ob die Sonne aus ihrer Seele schiene. »Du hast alles richtig gemacht«, sagte er beruhigend und drückte einen Kuss auf ihre Nasenspitze. Pansy konnte sich gerade noch zurückhalten, ein Würgegeräusch auszustoßen. »Ich war derjenige, der es falsch verstanden hat. Also habe ich das alles hier verschuldet. Es tut mir leid, ich hätte nicht einfach so gehen dürfen. Eigentlich hätte ich bleiben müssen und mit dir reden sollen oder dir zumindest sagen sollen, wo ich hingehe. Komm, Liebes.« Er umarmte sie erneut. »Lass uns nach Hause gehen.« Granger nickte und Draco drehte sich um und nahm ihre Hand, als sie zu Blaise sagte, dass sie ihm den ganzen Feuerwhisky ersetzen würde und ihm dankte, dass er sich den halben Tag um Draco gekümmert hatte. Pansy sah auf ihre Uhr und schlich dann unauffällig in ihre Richtung, um sie zu befragen, was für Zaubersprüche angebracht waren, um ein wertvolles Buch wiederherzustellen, das vor nicht allzu langer Zeit mit Wein und Badewasser getauft worden war. Aber als sie sich der Fachfrau für Bücher näherte, kam ihr, dass es einen besseren Weg für Granger gäbe, um sie für ihren ruinierten Abend zu kompensieren. »Granger?« sagte sie mit leiser Stimme. Granger sah sie an, während sie immer noch Dracos Hand fest umschlossen hielt. Ihr Atem ging immer noch stotternd von den vergossenen Tränen. »Guter Merlin, vielleicht war sie genauso vernarrt wie Draco, wenn sie heute den ganzen Tag damit verbracht hatte, herumzurennen und zu heulen.« »Nur aus reiner Kuriosität«, meinte Pansy, ihre Stimme immer noch leise und zurückhaltend. »Wie groß ist Weasleys eigentlich genau?« Granger blickte sie einen Moment an. Dann kniff sie ihre Augen zusammen. »Warum?« wollte sie vorsichtig wissen. Pansy hob eine Augenbraue und versuchte unschuldig auszusehen. Dann zuckte sie mit den Schultern. »Na ja, ich suche nicht nach einem Ehemann, nur nach Erfahrungen.